Kein Sardin! Ja! Kein Sardin! Echte Harzer Bachforelle. Das ist der Wahnsinn. Weicheier bleiben, so wird er natürlich an Land. Also, aber wir kämpfen uns hier durch, Heinz. Ne? Immer auf der Schulter. Immer auf der Schulter. Und schießen lassen. Ja, das ist doch eine Keule! Mann, ist das ein Ding! Du, das ist das, Heinz, wofür ich lebe, weißt du? Marsch Alarm am Müggelsee. Ja, Horst. Weißt du, wo wir heute angeln? Weißt du das? Ja, das hast du mir ja schon erzählt, der Müggelsee. Ich bin ja. Da! Da angeln wir. Weißt du das? Das ist die Spree, ne? Die Müggelspree. 3 Tage. Und was meinst du? Fangen wir was? Barsch? Ja, natürlich, Heinz, fangen wir Barsche, ne? So, komm los, dann lass uns raushauen. Und wenn wir anfangen, Horst, dann heißt das, wie heißt das? Gute raus. Der Spaß beginnt. Und zwar auf dem Müggelsee im Osten von Berlin. Vom Boot und von Land aus. Wie tief ist der Tunnel eigentlich, Heinz? 4,83 Meter. Keine Ahnung. So, Horst, weißt du eigentlich, was es für Barscharten hier gibt, du? Na, ich nehme an Flussbarsch, Kaulbarsch. Und du hast irgendwas von Sonnenbarsch erzählt? Haben die jetzt tatsächlich schon gefangen? Ne? Ja, ja, den Aquarianer, die aufgesetzt oder was? Keine Ahnung. Nee, die gibt es in ganz Norddeutschland. Ja? Ja, ja, tatsächlich. Guck mal, da hinten, du, die alte Brauerei da. Du, es ist schön hier, ne? Berlin hat schon was. Ne? Wird da noch Bier gebraut? Nee, nicht mehr. Ist vorbei jetzt. Wohnung drin oder was? E-Foil fahren kannst du da hinten. Da. Ich angel mit einem kleinen Jigspinner. Was machst du drauf? Das wollte ich eigentlich auch, aber wenn wir beide den gleichen Köder einsetzen. Ja. Vielleicht nehme ich mal einen kleinen Twitch-Bait. Ein Twitch-Bait? Ja. Ja, und weil hier auch Hechte sind, habe ich sicherheitshalber ein Stahlvorfach drauf. Auch ganz wichtig, immer den Kescher griffbereit haben. Den großen Barsch landen hier tust. Wir wollen nur ein paar Testwürfe machen, sind ja gleich noch mit Kati und Christian verabredet. Die kennen das Gewässer viel besser. Horst, kommst du mit dem Kescher mal? Jo. Der ist gut. Komm mal. Das ist schön, der Barsch. Erster Fisch. 15 cm wird gleich versorgt. Erster Fisch im Barsch, ist der Angeltag perfekt. 25 cm hat der Barsch gehabt, genau richtig für die Pfanne. So, also wir fangen jetzt noch einen und dann machen wir... Oh, was ist das? Hast du schon? Nee, jetzt habe ich Kraut zu fassen gehabt. Der Kraut. Hier ist so eine schöne Kuhle hier runter, hinter dem Heck. Ja, ist frei vom Motor, vom Spülen. Ja, ja. Also da, wo die Schiffe anlegen und sowas, das sind ja meistens immer... Hotspots. Fisch. Ich bin gleich da bei dir, Horst. Oh, ein Kraut jetzt. Ich bin gleich, ich nehme ihn. Treck ihn rüber hier. Treck ihn rüber. So. Schöner Pfannenbarsch. 15 cm muss er haben, hier, der hat er locker und ist schon lose. Und das ist nämlich auch die wichtig, ne? Gerade für die Jungangler hier, die zugucken, dass man immer so einen Fisch auch keschert, ne? Weil der kann dann sofort auch ab sein, so wie dieser hier. So, Horst, wir machen erstmal Pause. Jo, ein Wurf mache ich noch, also, läuft hier gerade. Weißt du, was es gibt? Ja, hier bestimmt Barschbuletten oder was. Barschburger? Ja, ach ja, die kann ich ja. Aber unser Hotel kannte Horst noch nicht. Hier treten sogar Kultbands wie Karussell auf. Warum hast du nicht Nein gesagt? Habe ich eben gehört. Boah, hier wird richtig Musik gespielt. Hier. Ja, nun, Heinz, ich bin und jetzt geht's endlich auf den größten Berliner See mit Kati und mit Christian. Den haben wir auf der Messe haben wir die kennengelernt. Hallo Kati. Hallo Christian. Heinz, du. Guck mal, darf ich vorstellen? Kati. Hallo Christian. Und Christian hat gesagt, Kati steckt uns alle in die Tasche. Ja, so sieht's aus. Ja? So ist der Plan. Kann nicht schief gehen. So, komm, lass uns los. Ja. Was fangen wir heute? Barsch oder was? Auf Barsch geht's. Ihr kennt ja das Lied, ne? Barschalarm am Müggelsee. Siehst du, so sieht das aus. Komm. Ich stoß ab. Was war dein größter Barsch hier mal? 38. Die 40. Kati war mit 40 schon dabei, ja. Das Verrückte ist, Kati hat ja tatsächlich schon mal einen Sonnenbarsch hier gefangen. Ja. Ne? Stimmt, ja, ne? Ja. Wie hast du das gemacht? Mit Wurm oder? Mit so einem ganz kleinen Gummiköder, ne? Also einen ganz kleinen Twister. Ja, ich würde gerne mal ein bisschen schneller fahren, sonst ist der Abend fast rum. Ja. Ist das okay für euch? Fahr mal dahin, wo die Fische sind. Wenn ich dich störe, hier ist da Bescheid. Du störst dich, alles gut. Nur etwas schneller fahren. Und wie so oft habe ich eine kleine Überraschung für Horst.
Ich habe jetzt einen besonderen Köder, den werde ich Horst jetzt mal unter die Nase halten. Mal sehen, wie er reagiert. Ja. Was hast du für Flüchtigkeiten vor, Kalink? Horst, mach mal die Augen zu, mach mal die Augen zu. Lässt du mal zu? Hm. Aber pass auf. Und dann sag mal, was ist das? Riech mal. Knoblauchgewürz, stand da eklig. Was? Knoblauch? Ja, Knoblauch, würde ich sagen. Ne? Du, mittlerweile, Heinz, wird alles gepflegt, da wird mit Geruch. Mm. Guck mal, die Angler haben kein Vertrauen mehr in ihr Köder, was ja, muss ja noch mit Duft behandelt werden. So, hast du schon gesagt, Feuer frei, oder? Eine Sekunde. Müsst ihr Anker hier legen? Ja. 2024 soll hier die Ankerpflicht wahrscheinlich aufgehoben werden. Oder was sagt ihr? Heinz? Ja. Ja. In der Hoffnung, dass es ein Barschschwarm ist. Wir arbeiten mit modernster Technik. Kati und Christian haben sich mit diesem Boot einen kleinen Traum erfüllt. Und meistens fängt Kati. Ach, hör doch auf. Jetzt hört der Spaß aber auf. Ach, Kati, hör auf. Wenn jetzt hier größere Fische oder Schwärme sind, würden wir die definitiv sehen, ja. Deswegen, wir begeben uns jetzt auf die Suche. Das LiveScope ist quasi wie eine Taschenlampe unter Wasser. 2013 wurde hier sogar ein Kinofilm gedreht. Hai-Alarm am Müggelsee. Eine Komödie mit Henry Hübchen. Mein Hauptdarsteller ist Horst Hennings. Und der wartet auf den Barsch-Alarm. Wo seid ihr, Öster, denn? Hier ist die Tiefe, 3 Meter. Und hier hätten wir zum Beispiel Fischschwarm. Den können wir jetzt auch noch ranzoomen. Ja, 3:15 Uhr. Fast wie ein Computerspiel. Angelkino auf dem Müggelsee. So, ich würde auch sagen, ne? Spotwechsel? Spotwechsel, ja. Ich weiß nicht, wo die... Das ist Angeln, Leute. Genau so ist es. Das Drehbuch ändert sich ständig. Immer dann, wenn man denkt, es passiert nichts mehr. Fisch! 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 Ja, der ist gut, Horst. Den brauchen wir. Sehr schön. Oh, der Kescher fast verloren. Ja, super. Vorsichtig. Ist schon los, ne? Ist los, warte. Hast du mal aus? Nächste Wurf bereit. Fisch. Das gibt's ja gar nicht. Und der ist auch gut, du. Bleib hinten, Heinz. Was? Jetzt wird er hier nervös, weißt du? Ja, hier. Guck dir den mal an. Haben einen am Arsch. Das ist der Löwe des Tages. Ja. Mit freilaufenden Löwen haben die Berliner ja so ihre Erfahrung. Ja, schön, Heinz. Fisch. Kathi hat noch einen. Ganz klammheimlich. Kann man den nehmen? Warte mal, ich muss mal den einen hier reinmachen. Schon ihr 10. Barsch. Fisch! Ach, hört doch mal auf! Sind ja nicht Großfischer. Fisch! Fisch! Der ist gut. Wie beim Heringsangeln. Jeder Wurf ein Biss, ne? Ja, man muss nur den richtigen Spot finden, ne? Christian, hast du die richtige Nase gehabt, du? Kathi hat die Nase gehabt. Kathi hat Fisch, die Nase. Fisch! Oh, der ist gut. Doppeldrill. Kannst du mit beide einnetzen jetzt hier? Ja, also hier sieht man es auch wieder, ne? Mit dem Futterfischschwärm, dass hier wirklich quasi Tausende von kleinen Futterfischen sind. Und dann sieht man teilweise auch auf dem Livescope, wie die Barsche reinstoßen und die Schwärme auseinandergehen. Wir befinden uns schon quasi hier direkt in einem Schwarm drin. Fisch? Guter? Okay. Oh, der ist... Kathi hat ihn. Kathi hat ihn, genau. Der ist ein guter. Schöner, richtig schöner Barsch. Petri. Danke. Wie in einer Hollywood-Schnulze. Happy End am ersten Tag. Da ist er, der Müggelsee-Barsch. Der hat auch noch einen schönen Barsch. Am zweiten Tag geht's früh raus. Noch vor Sonnenaufgang wollen wir auf dem Wasser sein. Einen wunderschönen guten Morgen. Nicht so laut. So, guck dir das an. Wie in der Fahrschule fast. Im Frühtau zu Berge. Zuerst steuern wir den kleinen Müggelsee an. Auch der ist immer für einen großen Barsch gut. War so schön, ne? Guck mal den Reiher da in der Garage. Da ist er. Ich hab auch einen. Sicher? Auch. Ja. Fisch. Hm? Oh, der ist schön doch. Oh, der ist gut. Da ist er. Erster Barsch. Zweiter Barsch. Na, und wo bleibt der dritte? Von Horst ist gar nichts mehr zu hören. Nee, ne? Schwächelt der etwa? Guck dir das mal an. Heimlich. Still und heimlich. Ja, nee. Ich hoffe ja, dass er da mal ein größerer bei ist. Ja. Vielleicht macht er einen Sonnengruß. Ja.
herabschauenden Hund kann ich euch anbieten, vielleicht. Hast du mal Yoga gemacht, Kathi? Ja. Meine Damen und Herren, wir werden jetzt die unterschiedlichen Angelarten auf Barsch erklären. Wir fangen an mit Horst Hennings. Horst, erste Angelart? Ja, man muss Vertrauen in Köder haben. Genau. Zweite Angelart? Kein Vertrauen in Köder. Dritte Angelart? Zu Hause bleiben und schlafen. So, ich habe hier einen Jigspinner. Sicherheitshalber mit Stahlvorfach, weil man ja nie weiß, ob hier auch ein Hecht beißt. Den leiert man einfach so durchs Wasser, kann Spinnstops machen. Der Vorteil am Jigspinner ist, dass man den sehr gut und sehr weit werfen kann auch. Und das werde ich jetzt mal machen. Da habe ich schon einige schöne Barsche mitgefangen. Da hast du völlig recht, Thorsten. Oh, Kathi hat auch einen schönen. Bitte und abstechen, wenn es geht. Ja, es tut mir leid. Kathi hat Angelverbot eigentlich. Aber guck mal, den kannst du auch mitnehmen. Der ist auch nicht schlecht. Wir sind wieder auf dem großen Müggelsee, ganz in der Nähe des Spreetunnels. Was? Der ist gut, ja. Wo war der? Ganz hinten. Und der ist gut. Brauchst du einen Kescher? Ja, das ist richtig gut, der. Krautbarsch oder gut? Nee. Horst angelt mit einem Spezialköder. Erklärung kommt gleich. Schöner Fisch, hä? Ja, das ist ein schöner. Also Kathi hatte die Idee, bei dem spiegelglatten Wasser mal mit Oberflächenköder zu probieren, also mit sogenannten Poppern. Das heißt Köder, die auf der Wasseroberfläche schwimmen. Und durch dieses offene, große Maul macht man kurze, harte Schläge. Und deswegen poppen die auf dem Wasser und machen eine kleine Welle. Und dadurch werden die Barsche aufmerksam und beißen da drauf. Kleine Zupfer macht Kathi. Du hast hier das Dropshot-Blei, das ist am Grund. Und den Gummiköder kannst du dann sozusagen immer variieren vom Gewässergrund abstehend, ne? Die Höhe. Und ich finde, das ist eigentlich eine gute Angeltechnik, um ja, ein bisschen länger am Platz oder am Punkt zu angeln. Ne? Ja. Ja, da ist er. Wir brauchen mehr Kescher am Boot hier. Ja, vor allen Dingen auch irgendwie hat er ein bisschen kurzen Stiel, ne? Der Griff. Ach, danke. Na, das ist der Popper ja auch davor bei dem offenen Maul, weißt du? Ja. Aus der roten Brucht bringt dir Glück. Ja, das stimmt. Guck dir mal den Barsch an. Boah. Das ist ja richtig fett. Das ist ein Doppelter. Da, zwei Barsche. Das gibt's doch gar nicht. Guck dir das mal an. Du Blende. Zwei Barsche auf einem Haken. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Da kommt von Kern, Leute. Hat er tatsächlich zwei Barsche auf einem Köder gefangen? Guck dir das an. Das gibt's doch gar nicht. Willst du auch einen Popper haben? Das hab ich noch nie. Hast du das schon mal gehabt, Horst? Nee, ich habe am Oberflächenköder jetzt. Ja, hast du das überhaupt schon mal gehabt? Nein. Warte, ich würde mal hier. Ich habe mal zwei Schollen an einem Haken. Das habe ich schon mal. Das kann doch nicht wahr sein. Zwei Barsche an einem. Nein, da habe ich noch nie gehabt. Guck dir das an, cool. Das ist Wahnsinn, also wirklich. Das ist wirklich der Barschalarm am Müggelsee hier. Das ist wirklich Barschalarm. Zeig mal, zwei Barsche an einem Köder. Ja. Mit Beilage. Ich würde gerne noch mal euren Einverständnis versetzen wollen. Hier hinten ist ein Rapfen, definitiv. Wir haben modernste Technik am Start. Ein Hydraulikanker. Hoch und runter auf Knopfdruck. Ich versuche uns mal ein bisschen einzudrehen hier. Ich habe den Köder noch mal gewechselt, angle jetzt mit meinem Lieblingsköder, einem Spinner. Stimmt, ja. Ich ziehe den Kopf ein. Oh, das war fast synchron. Du hast doch gesagt, dass du bei jedem Wurf ein Biss. Oder hier nicht mehr. Hier nicht mehr. Durch den Wasserdruck rotiert das Spinnerblatt um die eigene Achse. So entsteht eine Druckwelle und ein Geräusch. Die Barsche zeigen Interesse, aber beißen wollen sie noch nicht. Woran liegt das, an der Stelle oder? Mangler. Nicht immer am Angler, Heinz. Na klar, Horst. Wer zwei Barsche mit einem Köder fängt, hat gut reden. Ja, ich will sie haben, ja. Da, zack, zack, zack. Jetzt spüre ich, wie die Barsche den Spinner attackieren. Verlangsame etwas das Tempo. Junge, du. Oh. Nein. Guck sie dir an, du. Das ist der Tagesbarsch hier, du. Mann, du. Auf Spinner, du. Die beißen wirklich auf alles.
Wir wollen nur mal kurz zum Fischer was aufnehmen. Ne? Ja. Barsch war ohne Ende, war Wahnsinn. Wo? Ja, hier am Müggelsee. Und richtig schöne große Barsche. Ja. Ja. Echt? Können wir gucken? Ja. Oh, auch schöne Fische, ne? Der ist schön. Der ist schön. Genau. Den wollen wir jetzt filetieren und morgen machen wir den Barschburger. Machen wir. Ja, so schön. Wir machen hier in unserer Sendung ein Fischgericht. Ich weiß, ich weiß. Ich habe das ja schon ein paar Mal gesehen. Mit der F23 der Berliner Verkehrsbetriebe geht's zum Fischer nach Rahnsdorf. So, ja, danke. Tschüss. Tja, Müggelseefischerei Samstag, Sonntag ab 10 Uhr geöffnet. Hier arbeitet die einzige Fischerin von Berlin. Maria? Andreas? Na, da müssen wir warten, weil ich hatte versucht, sie anzurufen. Und sie beim Fischen auf dem See erwischt. Fast täglich ist sie mit ihrem Vater unterwegs, Netze stellen, Reusen kontrollieren. Moin, moin. Morgen. Wir sind von der Angelsendung Rute raus, der Spaß beginnt. Ja, dann angeln mal bei uns. Ja, haben wir schon gemacht. Wir haben den Fisch mitgebracht. Warte, den Fisch habt ihr mitgebracht, den Ja, und schöne Barsche. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie das richtig filetiert wird. Weil Horst hat immer seine Probleme damit. Okay. Nee. Na ja. War das eigentlich für den Vater von vornherein klar, dass die Tochter mal Fischerin wird? Ja, na ja, mein Traum war das schon. Aber klar ist es bei jungen Menschen nie. Ich habe Glück gehabt. Das ist ganz einfach. Ich hätte mich auch anders treffen können. Was machst du denn mit so einer Berufsfischerei? Wir haben eigene Fischereirechte auf 3000 Hektar Wasser, mehrere. So, sie sind ja wertlos, wenn du sie nicht nutzen kannst. So ein paar Pachten und sowas, so ein Grundstück, das ist doch alles nicht. Sie ist ja die 14. Berufsfischerin hier auf diesem Grundstück. Ich bin der 13. Fischer. Und seitdem existieren hier Berufsfischereien drauf. Maria ist ausgebildete Fischwirtin, wird in ein paar Jahren den Betrieb übernehmen. Alex, dachtest du, der lebt noch? Ich weiß doch nicht, mit was ihr herankommt. Na, mit Barsch. So wie das dachte ich mir jetzt, aber... Hast du irgendeinen Lieblingsfisch oder so? Geschmacklich oder? Ja. Tatsächlich Barsch, ja. Also, ja. Ich hab's, ich hab's befürchtet. Es gibt auch ganz viele andere leckere Fische, die ich gerne esse, aber am liebsten tatsächlich so Barschfilet. Ja. Darf ich mal den ersten machen und du sagst, was ich verkehrt gemacht habe und du machst weiter? Verkehrt ist ja nicht... Ich versuche das mal. Mein Handschuh kaputt. Ich hol mir noch eine Sekunde. Bei den Schweriner Fischern habe ich mir diese Technik abgeguckt. Mit Filetiermesser und einer Gabel als Hilfsmittel. Maria wäre jetzt schon fertig mit einer Seite. Oh ja, die wäre schon fertig wahrscheinlich mit einer Seite. Da ist kein Geld mehr zu verdienen, aber der uns jetzt hier zeigst. Da kann er keinen Stundenlohn halten. Du hast die Geräte noch drin und machst sie danach erst raus. Okay. Ja. Alte falsche Messer. Ups. Gleich wird mal kritisiert. Falsche Messer. Ja, das muss durch den Fisch fliegen. Ne? Ja. Schärft ihr auch den Messer selbst? So, pass auf. Ja. Den nehmen wir noch weg hier, die Geräte. Und das ist jetzt mein Filet, mein erstes. Zack. Lässt sich verkaufen, man also gerade wenn so. Wenn man es jetzt verkauft, ist es hier halt ein bisschen ranzig. Ja, ja. Optisch okay. Ist, also man muss ja mal sagen, der Kunde das auch ist mit. Ne, so. Ja, mach jetzt deinen Schein. Du musst das zu Ende machen. Ich mach das ganz anders. Okay, du machst das ganz anders, aber... Mach mal eine zweite Seite. Ich mach die zweite Seite. Maria ist eine Frau der klaren Worte. Okay. Für mich dauert das, so wie du das machst, zu lange. Weil ich habe ja dann nicht zwei Fische, ich habe ja dann ein, zwei Fische mehr. Alles so. Klar. Okay. Und da muss man sich dann überlegen, wie man das so macht, dass das am schnellsten geht und man natürlich so wenig wie möglich Verlust hat. Ne? Ja. So. Also ich mache es ganz anders. Wir schneiden vorher den Kopf ab. Du hast zwar einen Schnitt mehr, aber wenn du mehrere Fische auf dem Tisch hast, geht das eigentlich flott, dass wir den Kopf abschneiden. Und ich fange auch nicht von oben am Rücken an, sondern ich steche quasi in den After rein und fühle dann halt, wo die Mittelgräte ist. Also ich schneide die gar nicht mit ab, sondern lasse die gleich drinnen. Dreh mir den um, gehe über den Rücken von hinten nach vorne. Hab die Bauchgräten gleich ab. Zack. Quasi vom Rücken wieder bis nach vorne zum Kopf. Wenn du spätestens nach 50 Kilo Barsche filetieren kannst. Den Bauchgräten lang. Und kaum Verlust. Das habe ich auch keine Gabel, kann man machen, aber ich nehme mir dafür so ein Beil. Das macht sich meiner Meinung nach besser als so ein Filetiermesser. Ja. Und fest hinten an und dann ziehst du durch. Ne? Ja, geht schneller, kann man sagen. Das habe ich noch nie gesehen mit so einem Hackebeil, weißt du? Nee. Ja, wir haben noch ein kleineres Hackebeil. Ich finde, es geht besser, wenn du eine feste Klinge... Aber da streiten sich wieder die Meinung. Ich finde es besser mit einer festen Klinge. Ja. Die meisten Filetiermesser sind ja sehr weich. Ja, ist nix. Das ist einwandfrei. Ja, finde ich, zerrischen oder sonst irgendwas, ich nicht das gut. Also ich arbeite lieber mit so starren, steifen Messern, die sich nicht bewegen.
Die Fischerei in Rahnsdorf gibt es schon seit 1550. Maria will noch eine Ausbildung zur Fischwirtschaftsmeisterin machen. Voraussetzung, um den Betrieb zu führen und angehende Fischer auszubilden. Hier, komm mal raus. Unsere 20 Barsche hat sie ratzfatz filetiert. Am nächsten Tag fahren wir von unserem Quartier in eine kleine Bucht am Ostufer des Müggelsees, genannt die Bänke. Hier wollen wir unser Fischgericht zubereiten. Barschburger haben wir so noch nie gemacht. Also das sind die sogenannten Burger Buns. Burger Buns, da kommt das Barschfilet dazwischen. Dann haben wir unser Barschfilet, was wir gefangen haben. Hier, schön Filet, das drehen wir nachher durch den Fleischwolf durch. Dann haben wir Salatbeeren, Eisbergsalat. Dann haben wir glatte Schnittlauch dabei. Dill, natürlich mein Zitronenpfeffer, Salz, Gewürzgurke, Burgergurken. Da kann ab und zu mal Scheiß mit rein. Ja, alles durch. Hau alles durch, alles mit durch. Dill und Petersilie. Bisschen nachstopfen, ja. Immer stopfen, ja. Und aufpassen, dass die Finger nicht mit reingehen. Ne? Kathi, hast du schon mal eigentlich solche Barschburger gemacht oder so Frikadellen? Nee. Habt ihr das schon mal gemacht? Noch nicht? Also nicht aus Fisch. Aber wir sind gespannt. Aber guck, das ist. Gleich sind wir durch. Eier trennen! Ja, das ist aber meine Lieblingsbeschäftigung. Eier trennen ist ja so ein Ding, jeder hat da seine eigene Technik. Ne? Guck mal, dass du das so vorsichtig von einer Seite zur anderen machst, dass du am Ende das Eigelb in einer Schale hast und dann da reinmachst. Und warum willst du das Eiweiß nicht haben? Nee, weil es dann besser bindet. Wenn das Annegret sieht, Horst, dann ist sie begeistert, glaube ich. Ja, das darf doch wohl. Die prügelt mich aus der Küche. Tatsächlich? Ja. So, gehen wir das Eigelb her. So, jetzt kommt natürlich kommen noch Gewürze ran. Kadi, da darf natürlich unser Zitronenpfeffer nicht fehlen. Mhm. Den machen wir jetzt ran. Man kann das auch noch immer ein bisschen nachwürzen. Ich mache das so nach Gefühl. Ne? Mit Gewürz bist du mal ein bisschen geizig, Heinz. Ja? Ja, ja, ja. Mach lieber ein bisschen mehr Salz ran. Bisschen mehr Salz, genau. Ja. Schön durchkneten, Horst. Du, ich bin froh, dass ich kein Bäcker oder Koch geworden bin, du. Soll ich mal Frikadellen rollen, Heinz? Frikadellen rollen? Horst, du bist im falschen Film. Ja, wieso werden da keine Klopse gemacht? Nee. Weißt du nicht, wie das Gericht heißt? Nee. Barschburger. Ja, und das sind doch Frikadellen dazwischen. Nee. Was denn? Burger Buns. Was ist das denn? Aschenbecher? Ja, pass auf, Horst. Du hast doch schon mal einen Hamburger gegessen, oder nicht, ne? Ja. Ja, siehst du. Das ist eine Frikadelle für mich. Oder ein Klopf hier in Berlin. Hier hast du so ein Sieb. Ah, ja. Abgeben. Hat das noch Eiweiß drin? Was? Warte mal. Was musst du? Ach, doch Eiweiß gehört dazu? Nee. Warte mal, gib das Glas mal wieder her. Gib mir das Glas wieder her, Heinz. So. Die Pfanne wird gleich heiß, Horst, kannst du, dann machen wir Tomaten in Scheiben. Brauchen wir den Pott nochmal? Brauchen wir den Pott nochmal? Nee, ja, gleich. Gefährlich. Ach, wir drehen das einfach um, fertig aus. Geht's noch? Alles ist alles. Ist heiß jetzt? Warte, wo ist das Holzstück? Ihr kennt doch diesen Trick, ob das Blasen schmeißt. Warte mal. Nee. Was soll da passieren? Der Blasen werfen. Wenn da Blasen sind an dem Holz, dann ist das. Wir heute Abend noch hier. Genug. Das sind doch dumm. Wie kriege ich das Ding da raus? Ja. Ne? Ja, fahre ich dich jetzt auch. Da spritzt dir das ganze Fett doch ins Gesicht, wenn du das jetzt da reinwirfst. Deswegen? Oder nicht? Deswegen macht man das so. Deswegen habe ich da diesen Paddy. Und wenn Sie das Ganze nachkochen wollen, schauen Sie nach unter www.ndr.de/Rute raus, der Spaß beginnt. Nee, ohne der Spaß beginnt. Ach so. Aber Rute raus war richtig. So, schön rein, ne, Form. Einmal schön pressen. Da kriege ich ja die Form. Zack. So, umdrehen. Und rein damit. Und das Papier musst du immer neu nehmen bei jedem Paddy? Aber man kann auch das alte nehmen. Boah. Ich meine wegen der Nachhaltigkeit. So, ne? Das sieht doch schon mal gut aus. Ja. Ja. Oh. So soll es
wieder aussehen. Hey! Oh, wird hier immer besser. Ja. Aber weil du mit dem Handtuch da stehst, deshalb. Ja, ja. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe mit. Ja, ja. So, jetzt wird es interessant. Das sind wirklich XXL Barschburger. Zack. Kieferlähmungen oder überbeißen sollst. Ja, Horst. Schaffst du das überhaupt mit deinen Zähnen hier? Nee. Da soll ich Messer und Gabel dabei haben. Nee. Kannst du haben. Also das ist jetzt mal von der Innenansicht. Sieht das schon mal gut aus. Mhm. Ne? Jo. Was wollen wir heute eigentlich noch fangen? Noch mehr Barsche für noch mehr Burger. Super, Heinz. Okay, ne, essen kann man da aber die Brötchen, du. Das in der Staubblume. Haben wir was zu trinken da? Du musst doch gerne spülen. Die letzte Tour führt uns auf der Müggelspree vorbei an Neu-Venedig. Tja, Heinz, das habe ich bei mir zu Hause in Friedrichstadt, das Groß-Venedig. Oder Klein-Amsterdam. Der Gondoliere, das ist es doch, die Altobrücke. Hat viel gesehen in Venezia. Und vieles sehen ist ein Versehen, was mit uns geschah. Denn so bei Mandolin. Mann, zurück zu den Fakten. Ein Kanalsystem angelegt in den 1920er Jahren zur Entwässerung der Spreewiesen. So, hier geht das jetzt rein in so ein ganz verschachteltes Graben- und Kanalsystem. Neu-Venedig, Horst. Kannst mal sehen. Ne? Ist doch stark, ne? Weiß ich nicht, ob da Fische sind, Heinz. In den Kanälen darf man ja nicht angeln, wie ich gelesen habe. Ne? Und deshalb bleiben wir auch auf der Müggelspree. Ich meine, die Stellen, wo von Land aus offensichtlich ganz wenig Angler hinkommen, die sind immer gut. Wir sind weiter Richtung Osten unterwegs, kurz vor dem Demritzsee. So ein richtig großer Barsch, der fehlt noch. Bitte! Dann verrät uns Kathi noch ein Geheimnis. Also hier habe ich meinen größten Barsch gefangen. Hier war der 40er. Genau da unter dem Schild. Und wo einer war, ist vielleicht noch ein zweiter. Fisch! Oh, ein guter. Das ist jetzt ein guter. Kescher, bitte. Kescher. Oh, der marschiert aber. Was ist mit dir los, Heinz? Alter! Na, geht schon. Das ist auch ein schöner Barsch, wa? Interessant, wie der gefärbt ist, so richtig rötlich, dunkel. Schöner Barsch. Jo. Der Fisch des Jahres 2023 hat uns nicht im Stich gelassen, Horst. Deine Bilanz der tollen Tage hier in Berlin? Also, wie gesagt, ich habe selten so viele Barsche und auch so eine angenehme Größe wie hier an Bord gefangen. Wir haben tolle Gastgeber gehabt, wir haben Bananen an Bord gehabt, wir haben Frauen an Bord gehabt. Trotzdem hat es geklappt. Also, ich muss sagen, hat alles wunderbar geklappt. Die Gastgeber haben nicht zu viel versprochen, haben gehalten, was sie uns angekündigt haben. Ein Barsch nach dem anderen, der eine ein mehr, der andere ein weniger. Das ist übrigens der bundesweite Probealarm. Danke, dass ihr hier wart, wirklich. Und deshalb schalten wir auch ein. Wenn es heißt, Christian, Rute raus, der Spaß beginnt. Juhu. Ist das tatsächlich der Alarm? Bei mir auch?